Steel-Ingots. Ah, ich habe, glaube ich, ein paar, oder? Nein, habe ich nicht. Muss ich jetzt wirklich noch vorher ein Blast-Furnace bauen? Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft City. Ja, da unten seht ihr von dem neuen Spieler, der ist kräftig am Bauen. Ja, Mavia hat auch ein bisschen an seinem Häuschen geschraubt und er ist meiner Aufforderung nachgekommen. Er hat mir hier das ME-System eingerichtet mit den Inscribern. Alles schon automatisiert. Ich zeige euch das gerade mal. Also das sind die automatischen Dinge, die ich hier jetzt schon machen kann, hat er vorzüglich umgesetzt. Natürlich kriegt er die 10 Kartoffeln. Und hier hat er genau noch das mit dem mit den Seeds, den Crystal Growth Generator und so Zeug hat er hier noch gebaut. Alles schick, finde ich toll. Und er hat das auch super hier in den kleinen Raum, der hier ja war, eingearbeitet. Da hat er richtig mitgedacht. Das freut mich. So, wir haben jetzt aber eine andere Aufgabe. Ich wollte nämlich schon vor 2 Tagen, glaube ich, eigentlich die Bahnstrecke vom Bahnhof bis zu mir hier ins Haus bauen. Und dann dachte ich, ja, ein bisschen ungeschickt. Ich habe nämlich gar keine, ja, Gleise. Von dem her konnte ich das gar nicht umsetzen. Aber ich habe jetzt, das sehen wir gleich, am Bahnhof was Neues gebaut, aber jetzt mache ich erst noch das, was ich brauche. Ich muss Pistons bauen. So, und davon, ach, nehmen wir einfach mal ein Stack. Und dann brauchen wir nämlich noch Crafting Table. So. Wie? Wir haben kein Holz? Kann ja wohl nicht sein. Ups, ein O zu viel. Hier haben wir doch. Oh gut. Verstehe ich nicht. So, machen wir auch einfach mal 64. Ist ja völlig piepegal. Und dann brauchen wir die Rolling Machine. So. Eine habe ich schon dort stehen, dann machen wir mal noch 5. Dann brauchen wir noch die ganzen Zutaten, um das einmal durchzuexerzieren. Dann brauchen wir Quatsch. Doch, wir gucken. Nein, wir machen das anders. Wir gehen hier rein. Dann zoomen wir hier mal den Track. Wir wollen verschiedene machen. Also ich möchte zum einen den Highspeed-Track machen. Moment, warte mal, was kann man daraus machen? Kann man die? Okay. Wir brauchen verschiedene Tracks. Ich brauche den Highspeed-Track. Wir brauchen Stone Rod. Rebar. Kriegt man aus Eisen. Oder aus Steel. Ja, wir nehmen Eisen einfach. Also wir brauchen Eisen, dann müssen wir die Highspeed Rails machen, da brauchen wir Steel. Wie kriegt man das? Blast Furnace. Och nee. Okay, warte. Das war wieder falsches Stahl. Block of Steel. Steel Ingots. Ah, ich habe, glaube ich, ein paar, oder? Nein, habe ich nicht. Muss ich jetzt wirklich noch vorher ein Blast Furnace bauen?
Mann. Track. Ich guck mal, es gibt noch eine dritte Variante vom Stahl. Den Industrial Craft Tinkers. Industrial Craft. Ach, das ist ja auch ganz einfach. Eisen und Pulverized Coal. Ne, das wäre ein bisschen einfacher. Dann machen wir kurz einen Induction Smelter. Induction Smelter. Dafür brauchen wir Invar, Redstone, Invar Gear. Invar kriegen wir. Durch einen Induction Smelter. Alle Smelter. Alle Smelter haben wir drüben. Dann müssen wir Ferrus müssen wir mitnehmen. Oder haben wir noch Invar? Da haben wir ja noch 90. Na, das ist ja gut. So, Iron. 1, 2. 2 brauchen wir. Was wollte ich gerade machen? Induction. Induction Smelter. Machine Frame. Haben wir davon auch noch einen? Wäre ja gut. Sieht nicht so aus. Oder vielleicht hier. Nö. Okay, dann müssen wir eben das noch kurz machen. Machine Base, Phrase, Basic, Tin Gear. Tin. Iron. Ein Tin Gear. Was habe ich gerade gesagt? Ah, Maschinen. Machine Frame Basic, genau. Ich da kein normales Glas nehmen? Doch, oder? Na also. Dann den Induction. Ein Eimer. Iron. Machen wir das eben auch noch mal. Ah, ist ja ein ganz klein bisschen nervig. Ofen und einen Redstone. Conduction. Konduktanz. Conduction. Ne, ich glaube, ich brauche den anderen. Reception Coil brauche ich. Moment, falsche Taste. So, immer Shift drücken. Und das Rezept auswählen mit Linksklick auf den Fragezeichen macht nämlich direkt das Rezept mit den zugehörigen Zutaten hier rein und dann kann man das einfach rausnehmen und zack ist fertig. Und dann machen wir, wo sind wir denn? Wir sind hier unten. Jetzt muss ich nur gucken, wo Mavia die Kabel hingelegt hat. Oh, das war falsch. Dazu brauche ich ein Kabel und dann. Ah, hier. Oh, mitten durch den Raum. Mavia, da musst du doch ein bisschen mitdenken. Ein bisschen hässlich gemacht. Aber er hat gleich die Grünen verlegt. Das ist gut. Dann nehme ich die nämlich auch gleich. Ja, geh weg, Kiste. Komm. Schleich dich. Oh. Oh, oh. Brauch eine Wrench. Wrench. Sonst wird da nämlich nichts draus. Basic Gear.
Basic Gear, Electrical Steel. Ja, logisch. Grease and Hammer. Tin, Iron. Ah, jetzt haben wir fast die ganze Folge damit zugebracht. Ach Quatsch, falsch, dahin. Ist weg. Hier nur irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. So. Dann muss man da noch ein Kabel legen. Ja, und erfüllt sich. Und dann können wir sogar noch einen. Da haben wir hier drin noch welche. Einen Kapazitor reinmachen, glaube ich, oder? Nee. Da habe ich was falsch im Kopf. Okay. Hallo? Fassade. Wir müssen hier ja wieder zumachen. Hallo? Kann ja wohl nicht sein, dass hier dann die offenen Leitungen durch die Gegend rennen. So, Induction-Smelter haben wir. Was muss ich machen? Steel. Steel. Ingot. Und es war der IE2 Steel, glaube ich, eigentlich. Oder? Genau, den muss ich im Blastfurnace machen und den anderen Steel, den kann ich so machen. Also, Track. Nein, ach. Da klickt man immer so schnell und dann hat man natürlich das Falsche. Den da will ich. Induction Smelter. 8000 RF braucht der. Iron und Pulverized. Was? Steel. Electronical Steel nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Warum zeigt er mir hier den IE2-Stil nicht an? Oder bin ich einfach nur blind? Nee, der ist nicht da. Ich bin verwirrt. So, jetzt nochmal. Induction Smelter. Charcoal, Pulverized Charcoal, Charcoal Dust, Pulverized Charcoal, Charcoal Dust. Das heißt, ich brauche Charcoal. Charcoal habe ich keine. Hei, hei, hei. Ob man das diese Folge noch wirklich hinkriegen? Ich hole mir jetzt hier mal einen Ofen. Und ich glaube, ich nehme gleich den Hallo? Den Alloy-Smelter mit. Was haben wir hier für Kohle drin? Das war, glaube ich, richtige Kohle, genau. Okay. Den können wir einfach damit in die Wand setzen. Was haben wir da noch? Die Painting Machine. Nein! Jetzt habe ich die Kiste gesetzt. Irgendwo hin. Warte mal, habe ich hier nicht sogar. Habe ich hier nicht für. Eine Pulverskull, Coal Dust. Hä? Nee. Ist eine falsche. Okay. Dann machen wir das einfach kurz drüben. Also, hallo. Wir wollen ja sowieso hier unsere Base hinlegen. Dann muss das früher oder später sowieso alles hier hin. Das da. Ja, rechte Seite muss zu sein. Alloy Smelter. Alloy. All Smelting. Receipt. Brauchen wir jetzt nicht. Configure. Hä?
Ganz normal, alles gut. So, und dann machen wir hier noch gleich die Painting Machine hin. Die sollten wir auch mal konfigurieren. Was? Alles gut, oder? Genau. Gut. Davon brauchen wir noch zwei. Fassade. Okay. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist irgendwas, damit ich das pulverisieren kann. Also einen Pulverizer muss ich noch mitnehmen. Ey. Das dauert heute. Aber ich werde nicht aufhören, bevor ich die Sachen einmal getestet habe, damit ich Bahngleise machen kann. Geh auf, Türe. Hallo. Pulverizer. So. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht die Painting Machine wo ganz anders hinsetze. Weil Pulverizer und Alloy-Smelter könnte man ja doch schon zusammen machen. Pulverizer hier. Rechts nehme ich Output. Dann wird das Pulverisierte in Ofen gemacht. Nee. Wir machen das mal einfach so erstmal. So, jetzt brauchen wir noch Charcoal. Also wir brauchen Wood. Rubber können wir nicht nehmen. Nehmen wir das hier. Painting Machine. Hat, glaube ich, so ein Teil drin. Genau. Den machen wir mal hier rein, hier. Hallo? Lass mal den mal was schaffen. Außerdem müssen wir auch mal gucken, ob unser Energievorrat da wirklich so ausreichend ist. Und hier können wir eigentlich noch. Da können wir noch mal was hinstellen. Das war eins zu viel. Brauchen wir noch mal eine Fassade. Es ist natürlich jetzt erstmal notdürftig, würde ich fast sagen, dass jetzt hier alle Maschinen einfach so beisammen stehen. Natürlich nicht Sinn der Sache, muss ich schon sagen. So, Charcoal, dann kommen die hier rein in den Pulverizer und der macht mal fertig hier. Dann machen wir den mal raus, machen wir da rein. Geht nicht. Geht wohl bloß bei Ender-IO-Maschinen. Falsche. Gut. Also, wir haben es gleich geschafft, glaube ich. Wir brauchen noch. Den brauchen wir nicht. Iron. Nehmen wir einfach mal ein Stack. Dann brauchen wir Gold. Und nehmen wir auch mal ein Stack raus. Und dann brauchen wir Blaze Powder. Und nehmen wir ein halbes. Oh, sorry. So. Dann Track. Elevator Track brauche ich noch. Ich habe noch keine Ahnung, wie der funktioniert, weil ich den noch gar nicht probiert habe. Was? Ah ja, Junction. Müsselkuppel, Embarking, Disparking, Locking, Limiter, Route, Buffer, One-Way, Gate, One-Way Track, Wooden Booster Track, Wooden Track, Dispar, Suspension. Ja, was ich. Es gibt doch den. Hallo?
Elevator Track, hier. Okay, eine Standard Rail ist jetzt nicht so kompliziert. Advanced Standard Rail. Okay, dann machen wir mal einfach Advanced Rail. Was ist denn hier? Hä, was war das jetzt? Track. Nein. Oh, ich dachte, ja. Ich bin nämlich der Meinung, ich brauche dafür noch welche. Verdammte Axt. Okay. Ja, nun ist zu spät. Okay. Ich brauche noch ein Crafting Table. Jetzt machen wir da so einen draus. Die mag ich ja mehr. Also ich mag ja die Crafting Stations viel mehr wie die anderen. Einfach weil die viel geschickter sind. Also man kann die viel besser handhaben. So, die Kohle machen wir da noch rein. Das verteilen wir mal. Und dann machen wir hier das so. Ja. So, und wenn es jetzt klappt, dann kriegen wir Steel draus. Tingles Construct Steel. Refined Iron Ingot. Hallo? Ey, wenn das jetzt nicht geht mit dem, dann bin ich aber ein bisschen... Ah ne, das ist Refined Iron Ingot. Boah, deshalb habe ich das auch nicht gefunden und das Steel. Ah, hier die Erklärung. Okay. Das war's jetzt erstmal. Wir haben heute gemacht eine Rolling Machine, einen Induction Smelter, haben hier ein paar Maschinen rübergeholt. Ja, und in der nächsten Folge seht ihr dann, die kommt wahrscheinlich morgen, seht ihr dann, wie ich die Gleise einfach mal produzieren kann in dem Häuschen beim Bahnhof. Ja, und dann habe ich hoffentlich bald morgen vielleicht dann auch schon meine Bahnstrecke von Haus zu Bahnhof. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ciao, Minecraft.